Gut, Leute, seid ihr bereit für eine kleine Reise nach Tschernobyl? Ich glaube mal schon. Ja, wie ihr sagt, das Abo-Spezial ist jetzt vollbracht. Das Abo-Spezial ist so gesagt bearbeitet worden oder ist vollendet. Ich habe jetzt drei Parts von Abo-Spezial erstellt. Und nun wird es, dass wir uns nach Tschernobyl begeben. Ja. Ich mag Tschernobyl. Ich mag kaputte Atomreaktoren, die immer explodieren tun. Ich mag Gammastrahlung. Genau. Ja. Gammastrahlung ist ja auch lustig, ja. Gammastrahlung macht Spaß. Gamma-Strahlung, was wir brauchen? Ja. Naja, legen wir los, legen wir los, legen wir los, legen wir los. Willkommen zurück zu Tschernobyl Movies. Wir spielen im Atomkraftwerk von Mr. Burns. Das geht folgendermaßen. Mr. Burns, Bium, Bium, Mr. Burns, Bium, Bium, Mr. Burns, Bium, Bium, Mr. Burns. Mr. Burns, Mr. Burns. Ja. Bitte mal ein bisschen friedlichere Mucke. Mit folgendermaßen. Bium, 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 Bium. Ich möchte Super Mario spielen! Ich will Tschernobyl spielen! Gut, okay, weiter geht's. Willkommen zurück in die Rusty Bucket Bay Parodie von Banjo-Kazooie. Was erwartet uns hier? Ich weiß es nicht. Guck mal, Leute, da sind sie! Die Atomreaktoren! Wir haben das Kraftwerk erreicht, hier! Das sind die Reaktoren. Ja, da staunen wir alle, nicht wahr? Wir haben die Atomreaktoren erreicht. Naja, gut. Weiter geht's. Seid ihr bereit für den nächsten Atomkrieg? Raumschiffe, 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 Space Wars. Ach du Scheiße. Hallo, ihr müsst der Rekrut der Grauen Wächter sein, den Duncan hierher gebracht hat. Ja, ich komme von Tschernobyl. Gut, Herr Kraftwerksmitarbeiter. Welche Aufgaben haben wir denn, diesen Reaktor zu erledigen, ja? Ja. Es sieht so aus. Es soll gleich die Bomber fliegen. Geile Sache. Zwingermeister. Das ist nicht gut. Ich hasse es, ein so vielversprechendes Mitglied der Zucht zu verlieren. Ach so, Security. Neue Wächter? Ich könnte Hilfe brauchen. Wo liegt das Problem? Warum sollte ich euch helfen? Warum sollte ich euch helfen? Das hier ist ein Mabari. Sie sind eine kluge, starke Rasse. Sein Besitzer ist in der letzten Schlacht gefallen. Der arme Hund hat Blut der dunklen Brut geschluckt. Ich habe hier Arznei, die ihm helfen könnte. Aber er muss erst einen Maulkorb bekommen. Wieso denkt ihr? Versuchen wir's. Geht in den Zwinger und lasst ihn an euch schnuppern. Wir werden sofort wissen, ob er auf euch reagiert. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ich möchte ihn wirklich nur ungern aufgeben. Okay. Hier ist er krank.
Den Hund da schlagen, den Hund den Maulkorb anlegen. War das jetzt, Gut gemacht. Jetzt okay. Kann ich den Hund versorgen. Armer Kerl. Mir ist da etwas eingefallen. Geht ihr in nächster Zeit in die Wildnis? Ich bin nur weh. Es gibt eine bestimmte Pflanze, die die Überlebenschancen dieses Hundes verbessern könnte. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist es eine Blume, die hier in den Sümpfen wächst. Falls ihr zufällig auf eine stoßt, würde mir das sehr weiterhelfen. Sie ist unverwechselbar. Vollkommen weiß, mit einer blutroten Mitte. Gut. In der Zwischenzeit fange ich mit der Behandlung unseres armen Freundes an. Gut. Okay. So gesagt, müssen wir zur Blume 2000. Das heißt, wir müssen ins Einkaufscenter hinüber. Genau. Gut, kaufen wir mal ein. Einkaufscenter, wo bist du? Wo ist das Shoppingcenter? Ich weiß es nicht. Komm schon. Ich brauche ein Navi. Oder ich brauche eine Straßenbahn. U-Bahn, S-Bahn, ja. Ja. Oh. Ich glaube, hier dreht sie sich automatisch um Self-Suicide, aber... Ich möchte, wenn ich gerade wacker, sie runterspringen, nee. Ja, ja. Der letzte Spätrupp ist letzte Nacht zurückgekehrt. Hallo? Einkaufscenter? Einkaufscenter. Viele verschiedene Arten. Ich will ins Einkaufszentrum. Ich will shoppen gehen. Ich muss zur Blume 2000 und muss so gesagt jemand eine Blume besorgen. Aber meine kann ich leider nicht geben. Ich will keine Pflanzen kaputt machen. Müssen wir ja erstmal zur Blume 2000 rüber. Da geht's irgendwie ein Pfeil. Okay, gehen wir mal lang. Also, wie gesagt, wir müssen nach Blume 2000, ja. In Blume 2000 ist alles schön. In Blume 2000 macht der Shop immer mehr Spaß. Ja. Ja. Ja, ich bin dumm. Manchmal tue ich so ein bisschen auf doof, wie gesagt. Wenn ich in der Fantasy spiele... Oh. Was ist denn? Haben die grauen Wächter nicht schon mehr als genug vom Zirkel verlangt? Ich bringe nur eine Nachricht von der ehrwürdigen Mutter, Sir Margaret. Ach, der Kraftwerkchef. Sie wünscht euer Beisein. Was ihre Ehrwürdigkeit wünscht, ist für mich ohne Belang. Ich helfe hier den grauen Wächtern. Auf Befehl des Königs übrigens. Hätte ich sie um Schriftform ersuchen sollen? Sagt ihr, ich lasse mich nicht so belästigen. Ja, ich habe euch belästigt, weil ich eine Nachricht überbrachte. Solch Vorwitzigkeit steht euch nicht zu. Dabei dachte ich, wir kämen gut miteinander aus. Ich wollte sogar eins meiner Kinder nach euch benennen. Das Übellaunige. Genug. Ich rede mit der Frau, wenn es sein muss. Geht mir aus dem Weg. Na. Hallo, Herr Kraftwerkschef. Das Verderbnis ist ja, dass sie die Leute zusammenbringt. Okay, was müssen wir jetzt tun, um den Reaktor, so gesagt, wieder in Betrieb zu nehmen? Ich weiß genau, was ihr meint. Es ist furchtbar so. Ich weiß genau. Wie bitte hört sich gut an? Ach, nichts. Ich versuche nur, die Vorteile von all dem zu finden. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ihr seid doch wohl nicht auch ein Magier? Wir kennen uns nicht. Ihr müsst Alster sein. Und dann seid ihr wohl Duncans neuer Rekrut. Erfreut euch kennenzulernen. Als jüngstes Mitglied des Ordens werde ich euch begleiten, wenn ihr euch auf den Beitritt vorbereitet. Gut, okay. Wir müssen so gesagt jetzt die Uranstäbe suchen. Diese Uranstäbe sind so gesagt wichtig für die Atomreaktoren. Genau. Sehr erfreut. Mein Name ist Autobahn, das stimmt.
Wir müssen Venus Uran. Das war der Name. Nur aus Neugierde. Hattet ihr schon mal eine Begegnung mit der dunklen Brut? Und ihr? Ich war bei der ersten Begegnung nicht darauf vorbereitet, wie monströs sie sind. Guck mal! Ich freue mich. Willst du einen Freund haben? Nicht. Wie auch immer. Sobald ihr bereit seid, sollten wir zurück zu Duncan gehen. Er möchte sicher mit dem Ritual beginnen. Ich kann nicht lesen. Wirklich? Aha, ganz was Neues. Wenn ihr Fragen habt, nur zu. Andernfalls geht weiter. Gut. Drücken Sie L1 oder R1 an dieser Stelle. Gruppenmitglied zu wechseln. Oh, cool. Aber jetzt kann man sogar beide spielen, oder? Ja, folgt mir Schritt und Tritt. Gut, okay, dann müssen wir jetzt so gesagt die verlorenen Uranstäbe suchen. So gesagt, das Kraftwerk ist so gesagt das Wichtigste an Tschernobyl. Dieses Kraftwerk ist so gesagt das Heiligste. Ja. Hallo, ja, Herr Security-Chef. Hallo, Security-Chefs. Wie ist dein Name? Warte mal, da ist jemand. Da ist wieder so ein Ausrufezeichen. Ist das. Tanzen. Du hast Alistair also gefunden, was? Gut. Was der Kraftwerkchef? Du bist bereit, mit den Vorbereitungen zu beginnen. Natürlich nur, wenn du keine weiteren Magier mehr verärgern musst, Alistair. Was soll ich sagen? Die ehrwürdige Mutter hat mich überfallen. So wie sie die Schuldkeule schwingt, sollte man sie in die Armee stecken. Wir brauchen Uran! Wir brauchen Uran! Ja. Wir können es uns nicht leisten, irgendjemanden zu verärgern. Wir dürfen unseren Feinden Uran! Uns liefern. Atomkraftwerk! Ich sorge dafür, dass wir vollzählig sind. Das hier ist Sir Jory, ein Ritter aus Radcliffe. Wie geht es euch? Und das hier ist Davis, ein Bursche aus Denerim. Genau das bin ich. Ich bin ein Bursche. Und das hier ist natürlich der Rekrut, den Duncan uns angekündigt hat. Nun denn. Gut. Jetzt, wo ihr alle hier seid, können wir beginnen. Gut, dann suchen wir Uran. Ihr werdet in die Korkari-Wildnis aufbrechen, um zwei Aufgaben zu erfüllen. Die erste ist, 3 Fläschchen mit dem Blut der dunklen Brut in euren Besitz zu bringen. 1 für jeden Rekruten. Zweifellos. Die dunkle Brut ist nicht unbedingt dafür bekannt, ihr Blut freiwillig herzugeben. Einst gab es in der Wildnis ein Archiv der Grauen Wächter. Es wurde vor langer Zeit aufgegeben, als wir es uns nicht mehr leisten konnten, derart abgelegene Vorposten zu unterhalten. Vor kurzem haben wir erfahren, dass einige Schriftrollen zurückgelassen wurden. Rohrputzer! Um sie zu schützen, wurden sie magisch versiegelt. Kaktusrohrputzer! Ich möchte, dass ihr diese Schriftrollen findet und mitbringt, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Warte mal. Die Schriftrollen enthalten Verträge, in denen uns Unterstützung zugesichert wird. Bei dem, was uns bevorsteht, könnten diese Verträge hilfreich sein. Gib gut auf sie Acht, Alistair. Kehrt schnell und wohlbehalten zurück. Das werden wir. Ach so. Der Bauer über euch wachen. Wir sehen uns bei eurer Rückkehr. Ach so, das ist der Exportmeister. Jetzt verstehe ich das. So gesagt, ist er für die LKW-Lieferung zuständig, ja. Verstehe. Naja, okay. Wertes Kraftwerk, wir kommen gleich wieder. Grüße. Ich wurde informiert, dass in der Wildnis Aufgaben auf euch alle warten. Das Tor steht euch offen, aber seid vorsichtig da draußen. Selbst ein grauer Wächter ist heute Nacht im Wald nicht sicher.
Gut, dann fahren wir mal LKW. Fahren wir LKW. Schöne Sache, schöne Sache. LKW fahren. Also macht eigentlich kein LKW, aber okay. Warte mal, verwende, um bestimmte Wesen zu analysieren. L2. Gut. Wir sind lustige Brummis von der LKW-Gemeinschaft. Wir wollen LKW fahren. Ich werde nicht einfach vertreiben. Alter! Autobahnraser! Autobahnraser, ach du Scheiße! Die neuesten Nachrichten. So gesagt, befindet sich auf der A395. Moment, warte mal. Neueste Meldungen. Auf der Autobahn A395 gibt es so gesagt eine Menge Autobahnraser. Ich bitte darauf zu achten, dass diese Fahrzeuge von der Polizei verfolgt sind. Vielen Dank für Ihre Nachricht, für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, der Radiosinn hat gesagt, hier ist sehr viel mit Autobahnrasern zu tun. Dann müssen wir so gesagt aufpassen. Das Wichtigste ist, dass wir so gesagt, erstmal würde ich speichern. Ne, wir warten noch. Oder ich speichere schon mal. Dann geht das Autobahnspiel gleich weiter, ja. Gut, auf der A300. Oh, da dürfen wir bestimmt nicht rüber. Wo gibt es irgendwo, wo kein Wasser ist? Worüber? Die neuesten Nachrichten. Wer ist da? So gesagt, gab es eine Prügelei auf der Autobahn Raststätte der A395. Ja, wir rufen den Krankenwagen. Mime, Krankenwagen. Ja. Habt ihr das gehört? Die dunkle Brut hat einen ganzen Trupp erfahrener Männer ausgelöscht. Beruhigt. Es ist eine lustige Autobahnwelt. Ja. Diese Soldaten waren auch vorsichtig und doch wurden sie überwältigt. Wie viele der dunklen Brut können wir vier erledigen? Ein Dutzend? 100? Dann gibt es in diesen Wäldern immer noch eine ganze Armee. Ja, es gibt hier dunkle Brut. Aber es besteht keine Gefahr, dass wir auf die Hauptstreitmacht der Horde stoßen. Woher wollt ihr das wissen? Ich bin kein Feigling, aber das hier ist töricht und unverantwortlich. Wir sollten zurückkehren. Warte mal. Was ist? Ach, ihr müsst eins wissen. Alle grauen Wächter besitzen die Fähigkeit, die dunkle Brut zu spüren. Was auch immer sie planen, sie werden uns nicht überraschen können. Deshalb bin ich hier. Seht ihr, Sir Ritter? Es kann sein, dass wir sterben. Aber zumindest wissen wir es vorher. Soll mich das etwa beruhigen? Das soll allerdings nicht heißen, dass ich hier bin, um es euch einfach zu machen. Deshalb sollten wir uns auch wieder auf den Weg machen. Gut, okay. Wie es weitergeht auf der A395, dann im nächsten Part. So gesagt, speichere ich noch einmal ab.
Und dann bis zu der nächsten, liebe Leute.